Es ist die Nacht vom 15. auf den 16. Juli 2016. Es ist die Rede von einem Militärputsch. Teile des türkischen Militärs versuchen, die Kontrolle im Land zu übernehmen. Die Armee hat die Macht im Lande übernommen. Militärhubschrauber, die über der Stadt kreisten. Kampfjets über Ankara. US-Medien melden, Erdogan wolle nach Deutschland. Türkische Soldaten sperren Brücken über den Bosporus. In Ankara eröffnet ein Militärhubschrauber das Feuer über der türkischen Hauptstadt. Der NBC News hat vorhin gemeldet, dass Erdogan angeblich in Europa irgendwo Asylsucher wurden. Es hat wohl Tiefflug-Kampfübungen gegeben von Flugjets. Panzer auf den Straßen in Istanbul. Deutschland habe angeblich das Asyl schon abgelehnt. In Istanbul sind am Flughafen offenbar Scharfschützen und Schützenpanzer aufgezogen. Gerüchte machen die Runde, der Staatspräsident habe das Land verlassen. Er sei jetzt auf der weiteren Suche und frage jetzt in London nach. Hier in Istanbul ist die Lage erst einmal fast ruhig, möchte ich sagen. Fast ruhig, möchte ich sagen. Fast ruhig, möchte ich sagen. Uhr, Ortszeit. Ein ursprünglich für 3 Uhr nachts geplanter Militärputsch wird vorgezogen, weil man befürchten muss, dass der Putschplan durchgesickert ist. In Istanbuls Straßen rollen Militärpanzer. Soldaten sperren die Bosporus- und Fatih-Sultan-Mehmet-Brücke in die anatolische Richtung und stellen Barrikaden auf. Was war los? Was hatte das alles zu bedeuten? Niemand weiß zu diesem Zeitpunkt, was los ist. Zivilist auf der Bosporusbrücke fragt einen Soldaten. Komutanın bomba ihbarı mı var? Silahlı yönetimeye koydu. Şaka değil. Ciddi mi diyorsunuz? Es war weder eine Übung noch ein Bombenalarm. Die türkische Armee versuchte einen Putsch. Über Ankaras Himmel sah man die ersten F-16-Flieger im Tiefflug. Ortszeit. 22.50 Uhr. Während weitere Panzer in Istanbuls Straßen in Richtung Militärstützpunkt fahren, verweigert der Oberstfeldwebel Ömer Halisdemir den Putschbefehl seines Generals und erschießt den Brigadengeneral Semih Terzi mit einem Kopfschuss. Semih Terzi wollte zu diesem Zeitpunkt die Zentrale der türkischen Spezialeinheiten einnehmen. Er war einer der wichtigsten Drahtzieher des Putsches, weshalb sein Tod unter anderem als eines der wichtigsten Gründe für das Scheitern des Aufstandes gilt. Ömer Halisdemir, der wichtigste Held des 15. Juli, wird daraufhin von anderen Putschsoldaten ermordet. In seinem Körper fand man 30 Kugeln. Ortszeit 22.54 Uhr. 6 F-16-Flieger aus Diyarbakır. 4 F-16-Flieger vom Stützpunkt Akıncı, 2 Tankflieger aus İncirlik heben ab und werden als ungenehmigte Flüge registriert. 23 Uhr, Ortszeit. Die ersten Schüsse auf Zivilisten fallen in Istanbul, Çengelköy und Saraçhane. Ortszeit, 23.03 Uhr. Der Ministerpräsident Binali Yıldırım meldet sich per Telefon live auf den türkischen Nachrichtensender NTV und macht die erste offizielle Erklärung. Başbakan Sayın Binali Yıldırım şu anda telefon attığımızda. Sayın Yıldırım efendim teşekkür ediyoruz bağlandığınız için. Öncelikle ve oldukça merak edilen bir durum söz konusu. Hem İstanbul'da hem Ankara'da bir hareketlilik olduğu konuşuluyor. Bunun nedenini öğrenebilir miyiz? Doğrusu bir kalkışma ihtimali üzerinde duruyoruz. Ortszeit 23.24 Uhr. Kurz vor 23:30 in der Nacht fallen die ersten Bomben über Ankara.
Ziel der Bomben war die Zentrale der Sonderpolizeieinheit. Istanbul und Ankara waren die Hauptziele der Putschisten. Innerhalb kürzester Zeit hört man nacheinander Bombeneinschläge und Schüsse. Die Menschen sprechen von Kriegszuständen. Ortszeit 23.45 Uhr. Kurz vor Mitternacht wird der Istanbuler Flughafen Atatürk vom Militär eingenommen und für jegliche Flüge gesperrt. Auf Menschenmengen, die sich vor dem Sitz des Stabschefs gesammelt hatten, wird von Helikoptern aus das Feuer eröffnet. Ortszeit 23.55 Uhr. Putschisten stürmen eine Hochzeit im Club Moder Dennis. 0.00 Uhr, 33. Sekunde. Exakte Uhrzeit auf die Sekunde von der Bombardierung Gölbasche. Alleine hier sterben 44 Menschen und 36 sind teils schwer verletzt. Ortszeit 0.09 Uhr. Ebenso wird die Zentrale des türkischen Geheimdienstes von Helikoptern aus in Beschuss genommen. Aber der Geheimdienst ist im Gegensatz zur zivilen Bevölkerung auch bewaffnet und wehrt sich. Die Schießerei dauert teilweise bis zum Morgengrauen. Die wichtigsten Stützpunkte der Regierung sowie der Polizei wurden bombardiert und teilweise mit Maschinengewehren beschossen, trotz der vielen Menschen, die sich dort befanden. Ortszeit 0.13 Uhr. Der Regierungssender TRT wird besetzt. Soldaten stürmen den Kanal und zwingen die Nachrichtensprecherin Tijen Karas folgenden Text anzusagen. Bu metnin tüm Türkiye Cumhuriyeti kanallarında yayımlanması Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir emridir. Das Militär hat die Regierung übernommen und verhängt das Kriegsrecht. Geiselnahme von Kommandeur Hulusi Akar. Der Verteidigungsminister erklärt die Notstandserklärung vom Militär für nichtig. Devlet Bahçeli, der Vorsitzende der nationalistischen Oppositionspartei, ruft Ministerpräsident Binali Yıldırım an und teilt ihm seine vollste Unterstützung mit. Auf der Vatanstraße in Istanbul liefern sich Soldaten mit Polizisten heftige Gefechte. Doch dann kommt die Wende. Ortszeit 0.37 Uhr. Erdoğan spricht per Live-Schaltung über CNN an sein Volk. Er fordert sein Volk dazu auf die Straßen zu gehen und diesen Putsch zu verhindern. Havalimanlarına davet ediyorum ve milletçe meydanlarda havalimanında toplanalım. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar. Diese Ansage bringt die entscheidende Wendung. Millionen von Menschen im ganzen Land laufen auf die Straßen, unvorbereitet, lediglich ausgestattet mit ihren Fahnen. Sie glaubten, die Soldaten schießen nicht auf ihre eigene Bevölkerung. Doch sie hatten sich geirrt. Burada öleceğim. Ama hiç olmazsa şerefimle öleceğim. Şerefimle öleceğim. Adam gitti. Adamı vurdular. Motoru üstlerine sürdü, adama vurdular. Şu öfkeli kalabalığa bakın. Gitmeye niyetleri var mı sizce? Sizce gitmeye niyetleri var mı? Var mı gitmeye niyetleri? Yok. Yok. An einigen Orten legen Soldaten, die erst realisieren, dass sie für einen Putsch missbraucht werden, ihre Waffen nieder. Sen de bizim askerimizsin. Polisimiz de bizim polisimiz. Sizi birbirine kırdılar. Haberiniz yok. Doğru mu?
Andere schießen bis zur letzten Patrone. Panzer rollen in Menschenmengen. Doch obwohl sie mit dem Tode rechnen, bleiben sie. Mehr noch, sie legen sich vor Panzer, überlisten bewaffnete Soldaten und schreiben mit ihrem Widerstand Geschichte. Noch bevor irgendein Regierungssprecher irgendeine Äußerung zu möglichen Tätern machte, stand für die Bevölkerung ganz klar fest, wer dahinter steckt. Fethullah Gülen. Es war kein Geheimnis, dass die sektenähnliche Organisation große Teile des türkischen Staatsapparates sowie die Armee unterwandert hatte. Bereits seit 2013 laufen unzählige Gerichtsverfahren gegen die offiziell als Terrororganisation eingestufte Gülen-Bewegung. Der Prediger und seine Praktiken sind auch in Deutschland stark umstritten und die Anzahl seiner Anhänger wird auf mindestens 30.000 Personen geschätzt. Ortszeit 1.31 Uhr. Der Premier Erdogan steigt auf dem Fluggelände des Dalaman-Flughafens von einem Hubschrauber aus und steigt in den Präsidentenflieger. Ortszeit 1.39 Uhr. Das türkische Parlament in Ankara wird eröffnet und die ersten Abgeordneten nehmen ihre Plätze ein. Ortszeit 1.43 Uhr. Der Präsidentenflieger Atta hebt ab. Ein gefährliches Unterfangen, dessen Risiko, wie sich später herausstellt, durchaus bekannt war, aber trotzdem in Kauf genommen wurde. Ortszeit 2.35 Uhr. Das Parlament wird bombardiert. Einmalig in der Geschichte und symbolträchtig. Die Volksvertretung ist unter Beschuss. Ortszeit 3.14 Uhr. Bombardiert die Armee die Sendezentrale Türksat. Ortszeit 3.20 Uhr. Der Präsidentenflieger meldet sich mit falschen Angaben im Landetower, was ihm die sichere Landung ermöglicht. Er gibt nämlich vor, ein Passagierflug zu sein. Die Ankunft Erdogans wird von Tausenden bejubelt. Während eines laufenden Putsches begab sich der Präsident nicht in Sicherheit, sondern flog in die Putschzentrale zu seinem Volk. Mutig und heldenhaft, was sogar bei seinen Kritikern großen Respekt hervorrief. Ortszeit 3.24 Uhr. Das Parlament wird erneut bombardiert und die Abgeordneten werden aufgefordert, sich in einen Bunker zu begeben. Minister Bekir Bozdağ ergreift das Wort. Ortszeit 4 Uhr. Die Staatsanwaltschaft in Ankara gibt für alle Generäle, Admiräle und Soldaten, die in Verbindung zu Fethullah stehen, Mitglied der Friedenskommission sind und beim Putsch mitwirkten, einen Haftbefehl raus. Ortszeit 4.42 Uhr. Aus Incirlik und Erzurum starten F-16-Flieger mit der Befugnis, andere Flieger zum Absturz zu bringen. Das Hotel in Marmaris, in dem sich der Premier bis kurz vor Mitternacht befand, wird von Helikoptern unter Beschuss genommen. Maskierte und schwer bewaffnete Soldaten steigen aus den Helis aus und umzingeln das Hotel. Ortszeit 5.37 Uhr. Die WhatsApp-Gruppe der Putschisten zeichnet folgende Nachricht. Wie ist es in Ankara? Jeder soll so handeln, dass er am Leben bleibt. Mehmet Türk, hütet euch, Bruder. Verliert kein Leben. Wir kämpfen. Es gibt tote Polizisten. Ich habe es aus Ankara bestätigen lassen. Ergebt euch. Ortszeit 8.26 Uhr. Der als Geisel genommene Hulusi Akar wird auf dem Militärstützpunkt Akınca in ein Helikopter Richtung Çankaya gesetzt. Ortszeit 8.36 Uhr. Weitere Fetho-Anhänger werden festgenommen. In der Gendarmerie. Ortszeit 10.25 Uhr. Festnahmen in der zentralen Kommandostelle des Militärs. Generäle, Soldaten, Feldwebel, Personen aus den unterschiedlichsten Militärebenen mit einer Gemeinsamkeit. Ihre Verbindung zu Fethullah Gülen. Entweder sind es ehemalige Schüler Gülens oder bekennende Sympathisanten ehrenamtlicher Förderer der Organisation. Auch wenn einige bereits bei ihren Festnahmen jeglichen Bezug bestreiten, werden Fakten öffentlich, die keine Zweifel offen lassen.
Um 12.57 Uhr verkündet der Ministerpräsident Binali Yildirim bei einer Pressekonferenz das Scheitern des Putsches. Das Volk hat Nein gesagt. Nein zu Militärjunta. Nein zu Fethullah. Fethullah Gülen weist jegliche Schuld von sich und behauptet, nichts mit der Sache zu tun zu haben. Alles nur Zufall? Oder hat der Prediger im Grunde einfach nur das in die Tat umgesetzt, was er in den 90ern geplant hatte? O kuvveti temsil edeceğiniz şeyler elinizde olacağına kadar. Türkiye'deki devlet yapısı ölçüsüne göre bütün anayasal mevzelerdeki güç ve kuvveti cephenize çekeceğiniz ana kadar her adım erken sayılır.